Okay, Leute, wir machen weiter. Nach ewigen Zeiten mal wieder hier bei LMS Destiny Origins, dem Spiel von Suishomaru. Ja, warum gab es so lange nichts von mir? Ich weiß nicht. Aber ich kann euch eins verraten: Wenn ein Mann und eine Frau Sex haben, fällt manchmal ein Baby heraus. Aber bevor ihr euch fragt, nein, ich bin nicht irgendwie der ungeborene Sohn von Sui und Jesse666 und ich bin auch kein Vater geworden. Keine Ahnung, hat mir ein Vögelchen quasi gezwitschert. So, diesmal bin ich auch ausgerüstet und ich ziehe ihm was ab. Also sieht schon um einiges besser aus diesmal. Ja, so muss es nämlich sein. Ja, beim letzten Mal ohne Ausrüstung hier reinzulaufen war vielleicht nie, vielleicht war vielleicht nicht die beste Idee, aber es ist scheißegal. So, das klappt immer noch schön daneben. Alles klar. Ich zeige euch gleich, was ich gemacht habe. Eigentlich habe ich mich nichts gemacht. Aber das sehen wir zum ersten Mal. Wir haben 6 XP, 20 Zeni, Zeni bekommen und einen Moderbogen. Cool. Explodiert. Okay, Ausrüstung. Ist er stärker? Ja. Cool. Erster Gegner, direkt mit einem Bogen. Yay. Okay. Was müssen wir machen? Ja, ich weiß, ich bin ewig weit hinten dran. Aber egal. Muss sein. Achso. Ja, ich habe mir 10 Heiltränke gekauft und 3 Magietränke. Muss jetzt fürs Erste reichen. Ich guck mal besser, ob mein Headset an ist, beziehungsweise mein Mikro. Yay! Das soll euch zu verstehen geben. Ja, es ist an. Oh ja. Ich hoffe mal, dass ich jetzt einen kritischen Treffer lande und es hat geklappt. Epische Explosionsanimation. Ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich wieder häufiger zum Aufnehmen komme. Okay. Ist das hier schon ein Rätsel? Nein. Doch, der da muss nämlich jetzt da rein. Pass auf. Ha! So. Okay, wenn die Fledermaus schon auf dem Weg fliegt, dann gehe ich da auch lang. So, ich könnte natürlich mit diesem Bestienkiller die Dinger hier umbringen, aber wer weiß, vielleicht brauche ich die MP noch. Kann ja sein, deshalb töte ich die lieber mal nicht. Ja. Nee, ich töte die nicht mit Bestienkiller, das wollte ich sagen. Und so weiter und so fort, genau. Ach ja, schön. Und vorbereitet wie eh und je, habe ich natürlich auch einen Red Bull in meiner Nähe stehen, was ich gerade jetzt in der Hand habe. Damit ihr mir das auch glaubt. Ja. Ja, Jaws geht auch wieder bald weiter. Ich mache die Kiste von der Seite auf. Fünfmal Heiltrank. Schön. Genau, Jaws geht auch bald weiter, da wurde ich auch schon gefragt. So, was ist hier? Das sieht mir auch nach Rätsel aus. Okay, erstmal den Gehwegköter hier töten. Ich frage mich, ob Sui diese Flammen, die aus dem Gesicht kommen, selber gemalt hat. Erde? Was? Oh, ja, langsam sollte ich mich dann auch mal heilen. Sieht nämlich gar nicht mehr so gut aus. Ach, wir haben 5 Heiltränke bekommen. Kein Problem. Jetzt langsam ein Problem. Jetzt ein ganz großes Problem gleich. Aber den will ich noch fertig machen. Ich will keine Runde damit verschwenden, indem ich einen Heiltrank benutze. Deshalb töte ich die Fledermaus und benutze ihn nämlich erst jetzt. Level up. Yay! So, mal sehen. Okay, unsere Status. Bevor die ersten schreiben, ey, die Mehrzahl von Status ist Status. Ja, gehen wahrscheinlich auch einfach so hoch. Unsere MP sind gestiegen und unsere KP, wenn ich das richtig sehe. Das gefällt mir. Gut, dann nimm. Gut. Sieht auch wieder besser aus. Okay. Da es keine Zufallskämpfe gibt, nehme ich an, dieses einfache Schieberätsel hier werde ich auf Anhieb verkacken. Jetzt schieben den da hoch. Und ich wette, ich habe es jetzt schon falsch gemacht, oder? Natürlich. Ach komm, so leicht macht das mir nicht. Und warum leckt der ganze Kram schon wieder? So. Hä? Hier, der sieht anders aus. Warum? Oh, muss... Aha. Hey, was? Okay. Moment. Moment. Da. Geht nicht weiter, warum? Ja, da geht oder wie? Hä? Drücken kann ich auch nichts. Okay, ich gehe nochmal raus und nochmal rein. Stopp. Oh, hoffentlich ist der Gegner nicht wieder neu da. Natürlich ist der Gegner neu da, ja klar. Aber ich habe eine Vermutung. Ja. Ich bringe nochmal schnell den Gegner hier um. Ja, ab der nächsten Folge fange ich dann irgendwann an, rauszuschneiden. Ach, ja doch, war richtig. Ach, Bestienkiller, komm her. Ich will doch mal gucken, wie viel das abzieht. So. Ja, fast das Doppelte. Schon wieder Erde. Gut, jetzt du. Daneben. Ja, das ist schön. Und die Fledermaus muss auch dran glauben. Und natürlich werde ich mal wieder gestört, wie es halt der Fall ist. Ne? Ihr kennt das ja nicht anders, weil jedes Mal, wenn ich aufnehme, kommt jemand rein. Klar, kann ja nicht anders sein. Es muss ja zu diesem Zeitpunkt sein. So, und jetzt tun wir den Stein. Wir tun. Ja, den Stein nach unten schieben. Jetzt muss ich gerade überlegen. Da geht nicht. Dann ich gehe da lang. Habt ihr verstanden? So, da runter. Zack, zack, zack.
Ich wette, gleich komme ich irgendwo an eine Stelle, wo ich denke, geht nicht weiter. Da kann ich ihn lang schieben. Ja, es gibt ein Problem. Da hätte ich ihn runterschieben können. Moment. Ich muss gerade ein bisschen Ordnung hier machen. Zack. Moment, mal gerade was gucken. Hier hätte ich den da zur Seite geschoben. Von dann da oben runter. Okay, vielleicht kann ich es noch irgendwie retten, aber ich glaube nicht. So, da kann ich nicht mehr dran. Vielleicht kann ich ihn da unten... Nein, natürlich auch nicht. Da kriege ich ihn nicht hochgeschoben. Ich glaube, ich muss nochmal raus. Dreck. Och, nö. Echt? Muss ich echt nochmal raus? Ja, ich glaube schon. Okay, egal. Jetzt kill ich die Wolfsbestie nicht nochmal. Aber was ist das da oben? Das muss auch irgendwas sein. Da scheint nicht einfach so Licht drauf. So. Der gute Kollege Wolf. Ja, ja. So, wo schiebe ich den denn hin, wo er nicht stört? Ich habe eine Idee. Ich schiebe den einfach irgendwo ganz weit nach rechts, damit mir ja nichts passiert. Hallo Wolf. Was ist eigentlich, wenn ich... Hat der Mensch... Was? Ja, eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem, weil ich keine Lust habe, so lange zu warten. Außerdem hat zu viel Level noch nie geschadet. Ihr wisst das, gleich kommt ein Endgegner. Dann gucke ich den wieder blöd an. Er tötet mich. Und ich ärgere mich. Ja, ich weiß, das wollt ihr, aber ich möchte das jetzt gerade nicht. Bull. Und wieder ein Level up. Schön. So. Jetzt, wenn ich den da hochschiebe, gehe ich da lang. Ich schiebe den jetzt einfach ganz weit weg, wo er nicht stört. Nämlich da. Ich glaube, meine Eingebung ist richtig. So. Und wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. So. In Schieberätseln bin ich übrigens nicht wirklich gut. Ja. Kann ich noch weiter? Ja. So, da lang. Einmal geht noch. Da lang. Und jetzt die hier zur Seite schieben. Ja, ich glaube, das war richtig. Aber ich krieg das auch noch hin, das zu versauen. Keine Sorge. So. Ja, so war richtig. Ha! Ja. Seht ihr? Ich bin gar nicht so blöd, wie ich mich die ganze Zeit anstelle. Oder ich hatte verdammtes Glück. Und was ist hier verdammt nochmal? Hier muss irgendwas sein. Ach, egal. Scheißegal. Finden wir schon noch raus. Ich lass mich hier nicht verarschen von dir, Sui. Nö. Ja. Ach, nur einer ist ja wohl lächerlich. Bewirb dich für die Witzseite. Ach, komm. Zack. Oh, 348. Schön. Komm, greif an. Yay. Ja, und was habt ihr so die letzten Tage gemacht? Kann ja sein, dass irgendwas total Interessantes passiert ist. Haltet mich auf dem Laufenden. Punkt. Kann den Satz leider nicht sinnvoll weiterführen. Hau ab. Oh, nein. Stopp. Nein. Ja, doch. Geht. Wir kriegen ja wenigstens genügend Heiltränke, sodass wir theoretisch auch leveln könnten hier. Beziehungsweise ich offscreen. Zwei mehr hättest du auch abziehen können. Nein, du lässt dir lieber 29 Schaden reinkloppen. So, erst nach links. Ja. Das sieht so aus, als wenn es da nicht weitergehen würde. Aha! Oh Gott. Links oder rechts? Nach links, zack. Was? Was? Eine Mimik? Ich habe nicht gesehen, wie sie heißt. Stopp! Bestie, nee, das ist doch, bestimmt. Ich glaube, ich habe ihn in die falsche Richtung gezogen. Aber er scheint viel auszuhalten. Ich hoffe, er macht nicht so viel näher. Tschö. Kraftsaat. Mal gucken. Erhöht KP dauerhaft. Ey, cool, da ich mal nehmen hier. Cool. Heiltrank. Ja, komm. Wollen wir mal nicht geizig sein? Ich weiß, dass dein Hebel ist los. Ach, komm. Oder ich kann ihn nur nach links bewegen. Dass er bei nach rechts bewegen gesagt hätte, es ist nichts passiert. Oder wir hätten eine Verteidigungssaat bekommen. Ich gehe mal gerade hier raus. Dann gehe ich wieder rein.
So. Schade ein bisschen, dass die Gegner wieder respawnen. Aber ist natürlich irgendwo... Cool, wenn mich anguckt. Ja, ja, du hast mich verarscht. Ich weiß. Ja, ja, super. Hast du, das hast du echt super gemacht. Klasse, ich bin so stolz auf dich. Ha! Das halte ich von dir. Ach ja, schön. Aber warum... Ach komm, das war doch offensichtlich, oder? Dass hier irgendwas sein muss. Was zum... Okay, ich kann ihn nicht mehr bewegen. Dann werde ich halt Zoe fragen, ob ich da irgendwas verpasst habe. Aber ich glaube, es war schon gar nicht so verkehrt. Ich glaube, die Kraftsaat, das war das, worauf man hinaus sollte. Ich hätte natürlich auch mal in den Raum zurücklaufen können, um zu gucken, ob diese komische helle Wand da oben jetzt weg ist. Aber ich glaube nicht. Ich nehme mal an, das wird später im Spielverlauf vielleicht noch wichtig sein. Weil ganz natürlich ist das nicht. Daneben. Daneben. Level 3. Ich bin nochmal gespannt. Ich freue mich echt, wenn ich hier mit dem Spiel komplett durch bin, dann werde ich mir das natürlich bei den anderen Kollegen angucken. Ich freue mich schon auf Jessys Let's Play davon. Da bin ich echt gespannt. Und ich hoffe, er wird sich genauso dämlich anstellen wie ich. Ja, ja. Nicht, dass ich ihm das, dass ich hier irgendwie jetzt irgendwie sadistisch oder so. Nein, nein, nein. Nö, nö, ich brauche den jetzt nicht zu killen, oder? Obwohl, Magietrank mal 3. Mal schnell gucken hier. Speichern, zack. Status. Achso, 136 von 100. Okay, das geht. Da muss ich ihn leider doch killen. Ja, wir könnten uns jetzt auf eine Sache einigen. Entweder ich schneide die Kämpfe raus und mache 15 Minuten Parts so im Schnitt. Oder ich lasse sie drin und mache 20 Minuten Parts. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr gerne hättet. Mir ist das Jacke wie Hose. Wieso greift er zweimal an? Aber du, Nadel. Diese Fledermaus hat das Dodo gefressen. Ja, Pokémon Mondnacht ist momentan ein wenig pausiert, aber nicht wirklich vergessen, dass wir sind kurz vor dem Finalisieren, sag ich mal. Am 7., nee, Moment, am 5., genau, am 5. des nächsten Monats habe ich meine mündliche Abschlussprüfung, was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass ich momentan nicht allzu viel mache an Let's Plays. Aber auch diese Zeit geht vorbei und dann bin ich endlich ausgelernter 4AE. Meine, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, meine schriftliche Prüfung ist bestanden. Durchfallen kann ich nicht mehr, außer ich würde total bekifft zu meiner mündlichen Abschlussprüfung gehen oder mit einer Prüferin schlafen. Obwohl, vielleicht, ja, je nachdem, naja, nein, vielleicht hören hier mit, ach nee, ja, geil, boah, cool, das ist ja, okay, ich habe Idee, stopp, so, den mal weg, was würde ich eigentlich, nein, ich versuche es besser nicht aus, so, erstmal hier speichern, natürlich fehlen mir noch 2 EXP zum Level up, so, mal gucken, der muss nach da, da muss ein bisschen ab, da muss hier. Ich muss mir mal gerade gegen die Stirn klatschen, weil es hier Leute gibt, die einfach kein Deutsch verstehen. Ja. Also, ja, natürlich kannst du nicht über ein so komisches Ding. Aha. Kann ich hier noch irgendwas kaputt machen? So, so. So. Ja, jetzt habe ich fast alles kaputt gemacht, glaube ich. Och, nö. Hä? Okay, ich habe es versaut, ne? Natürlich habe ich es versaut. Kann ich doch... Moment, nein, ich habe es versaut. Schieberätsel, geil, ne? Okay, dann was anderes. Mal gucken. Ich könnte den nach da und den nach da und den nach da und den nach da und... Ich könnte auch einfach mal überlegen, bevor ich das mache, oder? Geht auch. So, da habe ich es kaputt gemacht. Da, hier, so. Da kämen wir auf jeden Fall von der Seite dran. Und hier bringt es wieder mal total nichts. Total nichts. Weniger als nichts ist total nichts. Moment, kann ich... Ah, den kann ich schieben, ja? Super. Okay, einmal versuche ich noch. Das würde ich noch in dieser Aufnahme kriegen, wie ich dieses Schieberätsel verkacke. Okay, irgendwie... Nein, nein, nein. Ich kann das nicht verantworten, dass Zoe schlauer ist. Das geht nicht. So. Einfach mal logisch denken oder einfach ausprobieren. Was macht jetzt mehr Spaß? Ich kann da nicht lang. Okay, ich muss irgendwie den zur Seite schieben. Nein, das geht nicht. Dann muss ich von oben dran. Das heißt, ich schiebe jetzt den da weg und dann den da. Und ich wette, ihr klatscht euch jetzt schon gegen die Stirn und sagt, falsch! So, den nach unten. Den nach da. Ne, da schiebe ich besser nicht dran. Ich schiebe den nach da. Den nach da. Ich weiß zwar nicht warum, aber egal. Aha, guck mal hier. So. ja. So. Ein Gitterschlüssel. Okay, ich nehme mal an, wir brauchen 2 Gitterschlüssel.
Da waren nämlich zwei dieser komischen Säulen vor der Tür, vor dem Gitter. Pff, klar. Apropos Gitter. Ja, bleib am Blumen hängen. Jeder normale Mensch kann Blumen kaputt trampeln. Erika nicht. Okay, ich nehme jetzt 15 Minuten auf. Ach, wisst ihr was? Ich mach. Moment. Nein, 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 der Wolf! Kackwolf! Wisst ihr, warum ich keine Wölfe mag? Da habt ihr den Grund. Naja, egal. Okay, dann machen wir das andere Schieberätsel auch noch. Weil ich so lange nichts aufgenommen habe. Level up, genau. Und weil ich das unbedingt in der Aufnahme drin haben wollte. So, weil wenn es da einen Gitterschlüssel gibt, gibt es hier sicherlich... Oh, bah. Okay, ich habe Ideen. Nein, habe ich doch nicht. Okay, Fakt ist, der muss auf jeden Fall nach da. Mhm. Okay, ich muss überlegen. Mhm. Okay, wenn wir den nach da schieben, kann ich da nicht drüber. Das heißt, der muss auf jeden Fall dahin. Hm. Ich glaube, es ist egal, wenn ich den nach oben schiebe. Okay, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Mhm. Wenn ich den nach da schiebe, okay. Okay. Das heißt, zweimal nach da schieben müsste ich können. Den da weg. Und ja, ich habe ein bisschen Keuchhusten. So. Keuchhusten, ja, ja. Okay. Nach unten, nach unten, nach da, nach da, nach da. Fuck. Ah, fuck. Nee, Moment. Stopp, vielleicht kriege ich es noch hin. Ja. Nein. Doch. Doch, 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 doch. Ich habe so schnell versaut, ne? Nö, nö, nö. So. Jetzt habe ich es versaut. Nein, immer noch nicht. Ha, ihr dachtet, ich hätte es so schnell versaut, ne? Aber, haha. Nein, 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 nein. Habe ich es versaut? Ich glaube, ja. Och, nö. Moment. Ich muss den nach oben schieben. Okay, warte. Den nach da. So, jetzt habe ich Durchgang gebaut. Und jetzt nach links oder nach rechts? Da lang. Kann ich da lang, ist eigentlich egal. Okay. Bam, bam, bam. Bam, bam, ja. Das Kind von Barney Geröllheimer. Okay. Jetzt müssen wir die dann noch irgendwie hinkriegen. Komm. Hä? Achso. Natürlich. Nach oben. Moment. Nein! Nein, Mann, so ein Scheiß. Okay, Leute, wir machen hier beim... Ah, nein! Ich versuche das jetzt nochmal. So, zack, jetzt versuchen. So ein Scheiß, Mann. Wenn ich es jetzt schon versaut habe, dann... Ich hab's echt schon versaut, oder? Och, Mann. Okay, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es. Okay, jetzt ist nämlich ganz klar, der muss nach da... Oh Mann, ey, das lief so gut. Aber es war eigentlich schon ganz klar. Es konnte ja nicht auf Anhieb klappen. So, nochmal. Aha, okay, ich sehe schon. Okay, ich weiß noch, dass ich den nach links schieben kann. Das Problem ist, jetzt kann ich den da nicht nach rechts schieben, glaube ich, oder? Hoch. Nee, den kriege ich nicht nach rechts geschoben. Das ist ein Scheiß, ey. So. Ey, frag mich nicht, warum ich gerade am Lachen bin. Ich glaube, ich muss den hier nach unten schieben. Moment. Moment. Ich schiebe jetzt erstmal den lila nach da, nach rechts. Nochmal. Ja. So, und jetzt schiebe ich den hier nach oben. Nee, nach unten besser, oder? Okay, ich nach unten, ja. So, und jetzt kann ich ihn einfach nach links schieben und aus der Gefahrenzone bringen. Ja, sieht doch gut aus bisher. So, den einmal verstecken, damit er nicht surrt. So. Nein, oder? Nee, nee, ich glaube, noch kann ich es vielleicht retten. So, Moment. Habe ich es versaut? Habe ich es jetzt versaut oder habe ich es nicht versaut? Ich glaube, ja. Moment, wenn ich ihn jetzt da hochschiebe... Ich habe euch gesagt, ein Schieberätsel bin ich schlecht. So. Ich könnte den natürlich nach da schieben.
an. Ah, ich habe noch eine Idee. Ich gebe so schnell nicht auf. Moment, so. So. Da kann ich jetzt noch drunter. So, jetzt habe ich Idee. Der muss auf jeden Fall zweimal nach da. Ich habe Idee. Ich weiß, dass hier ein Stein liegt. Doch nicht. Dann verstecken wir den Stein da mal. Ja. Okay, ich muss es nur irgendwie hinkriegen. Scheiße. Hier. Okay, Leute, ich mache hier beim nächsten Mal weiter. Ich gucke, dass ich das offscreen schaffe. Und dann machen wir das. Ich mache die Kiste auf jeden Fall erst onscreen wieder auf. Ich sage danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!